Herzlich willkommen zum ersten Teil Civilization 5 mit allen Add-ons, die es nur gibt, die wo gibt. Alle Add-ons, die wo gibt, geben tun. Weißt du? Yeah. Und ich spiele heute mit, was ist heute, wahrscheinlich spiele ich noch ein halbes Jahr mit Bill. Das wird schön werden. Das glaube ich auch, mein Lieber. Ich hoffe, wir finden genug Termine, um das immer wieder mal aufzunehmen. Ich habe mich für Portugal entschieden, ohne zu wissen, was die überhaupt können. Ich habe jetzt irgendwie rausgefunden, die haben eine Seeeinheit, die wohl besonders ist. Keine Ahnung, wen die ersetzt, das werden wir sicherlich rausbekommen. Und wen hast du gewählt? Ich habe die Römer genommen, weil es mein traditioneller Spielstilweise noch unterstützt. Weil da kriegst du von der Hauptstadt her, das, was du in der Hauptstadt schon gebaut hast, das wird schneller in anderen Städten gebaut. Ah ja, okay. Die haben, glaube ich, hier so eine Legionärseinheit, also ersetzt die Schwertkämpfer. Ich verstehe. Ich muss mal kurz gucken, wo ich denn baue. Hier habe ich auf jeden Fall schon mal zwei Ressourcen. Hier hätte ich noch mehr. Das wird aber wahrscheinlich expandieren. Ich finde den Ort ganz gut, zumal ich ja mit Portugal gucken muss, dass ich irgendwie Anschluss habe ans Meer. Also bewege ich eigentlich meinen Siedler gar nicht. Bill, ich erzähle natürlich jetzt viel, wenn der Tag lang ist. Ne? Muss nicht alles stimmen. Produktion. Ich seh das noch halb freundlich. Weißt du? Ja? So wie die Amis und die Russen in den 2000ern. Oh Mann. Ich habe hier ehrlich gesagt ein Bombenstartgebiet bekommen. Ja, du wolltest ja unbedingt Standard haben. Ich habe gesagt, lass uns Legendary Start machen. Wahrscheinlich hast du jetzt schon ein bisschen zugeschissen mit Ressourcen und ich habe hier gar nichts. Ich habe hier Weizen, Kupfer, Schafe und sonst was. Also. Was hast du alles? Wie viel hast du denn? Drei das oder vier? Das sag ich nicht. Ach komm, das sind ja mindestens drei bei dir. So. Nee, noch mehr. Vier. 1, 2, 3, 4. Krasse Scheiße. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hier bringt uns nichts, weil... Glück gehabt. Wohin gehe ich denn? Ah ja, ich werde das hier anstreben. Da sind wir schon eine Runde weiter. Bing, your turn is begun. Genau, ich kann hier alles auf Englisch kommentieren und du auf Deutsch, dann sind wir multilingual. Genau, ich habe es jetzt auch auf Deutsch mal eingestellt. Weil ich ja in diversen Foren immer unterwegs bin, zum Beispiel das civforum.de. Und da ist natürlich blöd, wenn irgendwelche Einheiten, da musst du immer gucken, wie die dann im Englischen heißen. Ja. Weißt du, das ist halt für mich immer ein bisschen doof. Ich glaube, das ist sogar, selbst wenn man es wüsste, schwer zu übersetzen, weil die ja manchmal nicht unbedingt 1:1 übersetzen bei solchen Spielen. Ja, wobei Civ ist da einigermaßen gut übersetzt, habe ich die Erfahrung gemacht. Ja, ich habe übrigens so ganz lose Kontakt zu der Lead-Producerin, die Beyond Earth mitentwickelt. Cool. Das ist nämlich eine Deutsche. Ja, habe ich gesehen, dein Post. Genau, die hatte irgendwie im Podcast ja bei Superlevel, Insert Moin. Und das ist ganz witzig, ne? Die hat ja früher auch irgendwie die Texte gegengelesen, die Übersetzungen, ob die so passen und so. Das war schon ganz, ganz witzig. So, wir laufen mal hier weiter. Es ist eigentlich nicht das Klügste, was ich hier mache, mit dem Krieger zu erkunden, aber bevor ich den einfach nur parke. Ich habe extrem viel Dschungel, also es wäre nicht so dumm gewesen, die Kelten zu haben. Aber gut, das weiß der davon nicht. Dschungel hilft dir nicht. Ich glaube, du brauchst Wald bei den Echt? Kelten. Ich dachte Dschungel irgendwie. Gibt es nicht noch eine Nation, bei der man irgendwie Dschungel... Ich weiß es nicht mehr. Dschungel ist für... hilft dir bei Wissenschaft, glaube ich. Ehrlich? Ich muss mal, wenn du noch ein bisschen brauchst, gehe ich einfach mal kurz hier hin und schau mal kurz wegen den Kelten. Heißt es Keltenreich? Ich glaube, es ist Keltenreich. So. Oh. So, die Dame des Hauses hat mich auch gerade begrüßt. Ja, hallo. Wenn du Schmatzen hörst, ist es nicht von mir. Sehr schön. Ich bin ja, der Hund liegt neben mir, aber ansonsten bin ich ja... Dann möchte ich jetzt keinen Schmatz. Nein. Wobei ich bei dir auch nicht unbedingt... ne? Ne? Ne, war? Nicht wahr? So. Danke. Na, ich sag mal so, ressourcentechnisch sieht es bei mir auch nicht so verkehrt aus, muss man ja sagen. Welcher Shortcut war denn das? Ah ja,
Habe ich es doch nicht verlernt. Ich muss ja echt sagen, dadurch, dass ich in letzter Zeit ja immer wieder geflogen bin, Civilization sieht wirklich aus, wie wenn du wirklich im Flugzeug bist. Ist krass, ne? Ich habe auch immer früher so ein, wenn ich aus Hamburg weggeflogen bin, als ich noch beraten habe, habe ich immer so einen absolut riesen Bock bekommen, jedes Mal beim Abflug und beim Ankunft immer, dann sofort SimCity zu spielen. Welches denn damals? Das war wahrscheinlich SimCity 2000. Nee, das war schon... War das schon Teil 4? Wann habe ich beraten? 2002 bis 2005 ungefähr. Zumindest war das die intensive Zeit. Ich habe gerade Ruinen entdeckt und habe ein Einheiten-Upgrade bekommen. Ich auch. Auch von Krieger auf Speerkämpfer oder was hast du? Nee, ich bin ein Roman Spearman. Oh, das ist doch dein. Ist es deine Spezialeinheit? Nee, Speerkämpfer ist es nicht. Legionär ist meine Spezialeinheit. Okay, Naturwunder haben wir jetzt auch. So, jetzt kommt die Qual der Wahl. Jetzt, wo ich mit Gegenspieler spiele, muss ich ja auch meine Städte schützen. Ja, ich rush dich jetzt in Grund und Boden mit meinem Speerkämpfer. Das ist halt das Schöne an dem Spiel. Ich meine, da kannst du ähnliche Taktiken verfolgen, aber es ist nicht so, dass wenn du jetzt nicht innerhalb von 2 Sekunden 100 Aktionen ausführst, dass du dann einfach schon verloren hast. Ja, lang lebe Ruhe. Genau, die rundenbasierte Strategie. Ich würde... Ja, ja. Ich muss auch sagen, hier mit diesen 21:9 Bildschirm ist es schon spannend. Kannst du vielleicht jedem mal erzählen, der es nicht weiß, also sprich allen, wie groß dein Monitor ist? Du hast mir den per WhatsApp irgendwann mal geschickt und ich dachte mir, yo. Also ich sag's mal so, ich könnte deinen Hundekorb draufstellen und immer noch Platz haben, um mein Ei zu braten, Dani. Siehste? Das sind 27, das ist, oder? Nee, das ist 34, glaube ich. Alter. Ich hoffe, du sitzt weit weg vom Monitor, weil sonst hast du echt Probleme. Meine Nase klebt dran. Nee, du musst ein bisschen weit weg. Also es klingt viel größer, als es ist, einfach durch dieses besondere Format halt. Du hast da halt breit, aber ich habe gemerkt, wenn ich zu nah dran sitze bei bestimmten Spielen, dann musst du echt arg schon deinen Kopf bewegen, um überhaupt alles sehen zu können. Ja, das ist krass. Ich will gar nicht wissen, wie das dann aussieht, wenn dann ständig der Kopf in alle Richtungen wackelt. So. Ich hatte diese Erfahrung habe ich schon in den 90ern. Ein Kumpel von mir, sein Vater, war ein Ami und er hat in der HiFi-Abteilung bei den Amis gearbeitet, damals in Berlin. Ja. Und er hatte zu Hause ein, damals waren es ja noch Projektionsfernseher. Und das Ding hatte eine Bildschirmdiagonal von irgendwie 70 Zoll. Das war okay. Wahnsinn. Und dann haben wir irgendwann mal NBA Jam darauf gespielt. Oh, damals NBA Super Jam Nintendo Zeiten. Ja. Im Vollsuff natürlich, wie es sich gehört, mit 17, 18 Jahre. Mir wurde echt schlecht. Ich musste ständig links hin, rechts her irgendwie den Kopf schwenken, um da überhaupt mitzubekommen, was da vor sich geht. Ja, das glaube ich dir. Das ist echt hart. Aber so muss ich sagen, der Monitor ist für bestimmte Spiele echt ganz angenehm zu spielen. Und wenn du so ein FPS hast oder sowas, dann hast du halt einfach einen viel breiteren Blickfeld, was ganz angenehm ist. Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich kann gerade eine zweite Sozialpolitik hintereinander auswählen. Echt? Hä? Was hast du da gemacht? Keine Ahnung, ich bin auf Tradition gegangen und danach, eine Runde später, sagt er mir wieder Politik einführen. Ist das irgendwie ein Völkerbonus oder hast du da eine Sonder... Tja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich sehe, du führst auch mit Punkten. Das finde ich unverschämt. Wir haben mit ganzen 3 Punkten. Ja. Oh, ich habe hier so einen Button, da steht Spieler rauswerfen. Aber wenn du mir zu blöde kommst, klicke ich da einfach drauf. Okay. Boah. Okay. Das ist merkwürdig, aber ich... Alter, hast du einen Sprung jetzt gemacht, 39. Ja, ich weiß aber wie schon gesagt nicht wirklich, warum das jetzt so war. Du cheatest hier voll. Das ist reines Bug-Using hier. Bug-Using vom Feinsten. The city of Rome now has 2 citizens, woohoo.
Ich habe auch zwei. Und meine Speereinheit ist fertig, was ganz gut ist, weil durch diese ganzen Dschungel kommt mein Speerkämpfer gar nicht durch. Gar nicht gut voran, nee. Ja. Ganz furchtbar. So, als nächstes wird das hier wichtig sein, ne, damit wir das hier machen können. Okay, ich rede mit meinen Zuschauern, mit allen beiden, nicht wundern. Okay. Oha. Twitchst du gerade oder was? Nein, wir nehmen ja nur auf für YouTube. Twitchen ist nicht. Für den Fall, dass wir zu viel Scheiße erzählen, kann ich dann nämlich einfach die Dateien löschen. Rausbieben. Overdubben nachher. Unbedeutende Niederlage. Genau. Ich werde dann einfach irgendwelche Wörter austauschen. Wenn ich irgendwie Scheiße sag, dann hörst du irgendwie so einen Satz, wie es dann irgendwie heißt. Ja, und dann kam mal diese ganz tolle Spielvereinigung Kräuter Fürth. So. Oh, ich finde, am Anfang finde ich diese minutiösen Entscheidungen immer so schwer, weil alles so lange dauert am Anfang. Ich bin am Überlegen, habe ich den Sound ausgeschaltet? Weil ich den gar nicht höre? Ja, Musiklautstärke. Also, ich musste meins runterdrehen, um dich gut zu hören, aber. Ja, ich hab's auf Null. So ein bisschen kann schon bleiben. Zurück zum Spiel. So. Ah, da ist die gute Musik. Ich finde es nämlich dann immer schade, weil der Soundtrack ist nicht so verkehrt. Die ist gut. Die ist richtig gut. Ist es dieses Spiel, wo Leonard Nimoy noch die Erweiterung, also die Technologiefortschritte vorliest? Oder? Ach stimmt, du machst ja auf Deutsch. Ne? Ich mach's auf Deutsch, ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also bei mir ist es, also im Deutschen ist es nicht die Stimme von ihm. Bei der englischen Variante ist es die Stimme von ihm. Das finde ich nämlich ziemlich geil. Dann hörst du halt Spock, wie er da vorliest, was du da für Entwicklungen weitergemacht hast. Ja, das ist bestimmt nicht schlecht. Der Mann ist ja tot, ne, inzwischen. Mhm. Leider. So, nächste Runde. Wir sind schon in Runde 14, 3440 vor Christus. Und meine Freundin, da taucht er ja mehrmals auf. Bitte? Fringe, die Serie. Ah. Hast du die gesehen? Nee. Da spielt Leonard Nimoy ja eine Rolle. Ist quasi der Wissenschaftspartner von eins der Hauptdarsteller in der Serie. Okay. Und da spielt er bei mehreren Staffeln mit. Das ist ziemlich geil. So den alten Spock da zu sehen. Und wenn du die Outtakes guckst, dann denkst du, alter Schwede, für sein Alter ist er schon ganz gut auf Zack. Das stimmt. So, komm. Ah, hier. Fast mein erstes Völkchen entdeckt neben mir. Oh. 95 Gold waren in der Ruine. Das ist nicht schlecht. 95? Ja. Ich bin neidisch. Ja, du solltest auch beim Punktestand neidisch sein, ne? 44 habe ich jetzt. Ja, schon. die habe ich ausgeblendet. Das dachte ich mir fast. Oh, jetzt machen mir die Barbaren aber ein bisschen Angst. Gut so. Aber Barbaren nerven mich auch so in diesem Spiel, aber gut. Ja. Müssen wir alle so durch. Was mache ich denn jetzt? Also entweder Einheitenbeförderung mit Sofortheilung oder eben unwegsames Gelände, um den Bonus zu bekommen hier auf dem Hügel. Ich mache ehrlich gesagt also am Anfang mache ich meistens die unwegsame Gelände Aufrüstungen, weil ich das ganz nützlich finde für den Start. Ja, bringt halt nur nichts, wenn ich dann am Ende sterbe. Weil das die mich richtig platt machen. Deswegen überlege ich dann immer mit. Ah, das ist schon geil mit diesen Speeren, die echt keinen Malus haben, wenn sie hier durch den Wald tingern. So. Ich bin jetzt nicht mehr Vorletzter in der Punkteverteilung. Stimmt. Du bist sozusagen auf dem Relegationsplatz. Ich bin Vorvorletzter. Geil. Genau. So. Der Abstieg ist erstmal abgewehrt. Ich muss mal kurz überlegen. Ach, es ist so schwer. Ja, ich gehe erstmal dahin, einfach weil ich wissen will, ob ich Pferde auf der Karte in unmittelbarer Nähe habe. Das wird ja nicht unwichtig sein später. Ist es hier jetzt C5, wo du auch diese Kulturbomben machen kannst? Oder Kulturbomben?
Nee, das war Civ 3, glaube ich. Oder Civ 4. Du konntest da quasi eine Kulturbombe machen. Du konntest, also wurde in Forensprache so genannt. Du konntest dann deine Einheit halt neben deinen Gegner schicken und dann so eine Kulturbombe machen und an diesem einen Punkt da eine riesen Einfluss walten lassen und somit sein Gebiet wegklauen. Oh, Das nee, das lass mich überlegen, das müsste, also im Vierer kenne ich das glaube ich auch nicht. Das müsste also dann noch drei gewesen sein. Das spielen wir dann einfach das nächste Mal, wenn wir das hier durch haben. Ich würde auch mal an der Stelle einfach stoppen und dann können wir gleich die zweite Folge für die netten Zuschauer machen. Einfach, wenn du die Runde dann fertig beendet hast, lass dir Zeit, dann machen wir einen kurzen Ja, Cut ich habe hier und jetzt dann. auch Barbaren am Arsch und ach, die Marokkaner sind bei mir wohl in der Nähe. Oha. Die sind aufgetaucht. Wie ist denn eigentlich mein So. Verhältnis zu den Leuten hier? Runde ist fetch. So. Gut, dann hätte ich gesagt, bis gleich.